In diesem Video möchte ich euch das Tool der Flugroutenvorausberechnung erklären. Das Ganze findet ihr unter Tutorial auf unserer Webseite und dann unter Flugroutenberechnung. Und dazu müsst ihr einmal auf diesen Link jetzt die Flugroute vorausberechnen klicken und dann landet ihr auch schon direkt im Tool. Und hier müssen wir jetzt gleich so ein paar Informationen füllen, unter anderem auch den Ort angeben mit Längen- und Breitengrad. Und diese Informationen holen wir uns von Google Maps. Wir starten dazu bei uns im Unternehmenssitz in Blomberg und gehen jetzt beispielsweise mal hier irgendwie auf den Marktplatz. Da mache ich einen Rechtsklick, was ist hier, und erhalte hier unten die Positionsdaten mit Längen- und Breitengrad. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach und fügen das hier in diesem Tool ein. Einmal für Längengrad. Und genau das gleiche auch einmal für den Breitengrad. Das füge ich dann hier ein. So, und jetzt müssen wir die weiteren Informationen füllen. Einmal Launch Altitude, das ist quasi die Höhe über dem Meeresspiegel. Das sind für Blomberg circa 100 Meter. Dann haben wir einmal die Startzeit im UTC-Format. Das ist so eine standardisierte Weltzeit. Da müsst ihr immer mal googeln, wie das jetzt für die deutsche Uhrzeit oder die anderen Uhrzeiten aussieht. Das kann nämlich manchmal mit Sommer- und Winterzeit so ein bisschen variieren. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir gucken aber für 2 Tage in die Zukunft, wie unser Ballonflug aussehen wird. Das ganze Tool funktioniert bis zu 7 Tage in die Zukunft und grundsätzlich gilt natürlich, je näher am Startzeitpunkt, desto genauer. Grundsätzlich ist dieses Tool schon unglaublich genau. Das ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen. Und wir geben die Daten jetzt einfach mal für den Wetterballon 1600 ein. Der steigt ja, jetzt beispielsweise mal mit 6 Meter pro Sekunde auf und erreicht dabei eine Höhe von ca. 36.000 Meter. Gebe ich hier bei Burst Altitude ein. Da platzt der Wetterballon dann, weil sich das Helium so weit ausgedehnt hat, dass der Ballon sich nicht mehr weiter ausdehnen kann. Und hier die Abstiegsgeschwindigkeit sind auf den letzten paar hundert Metern, die hier entscheidend sind, ca. 4 Meter pro Sekunde. Das Ganze habe ich jetzt eingegeben und drücke jetzt auf Run Prediction. Und dann schauen wir uns auch schon mal hier die Flugkurve an. Hier oben liegt Blomberg, da sind wir gestartet. Er macht hier so einen leichten Knick und platzt hier oben über dem Warburger Land. Dieses Explosionszeichen ist der geplatzte Wetterballon. Und die Sonde landet dann hier in der Nähe von Baunatal. Und wir würden jetzt, wenn das jetzt ein echter Flug wäre, hier auf jeden Fall nach Niedenstein fahren, unmittelbar nachdem wir unsere Sonde gestartet haben, und würden jetzt hier darauf warten, dass wir die realen Daten vom GPS-Tracker erhalten, um wirklich zum Landeort zu fahren. Und wir können jetzt hier auch nochmal so ein bisschen rumspielen. Angenommen, das wären jetzt hier die Alpen, wo wir landen würden. Da wollen wir natürlich nicht landen, sondern wir wollen beispielsweise schneller aufsteigen. Dann nehmen wir mal 8 Meter pro Sekunde. Natürlich ist dann mehr Helium im Wetterballon. Und dann fliegt er beispielsweise nur 34.000 Meter hoch. Und wir gucken jetzt mal, vorher hatten wir hier oben eine Reichweite von ca. 80 Kilometern Luftlinie zwischen Start und Landeort. Das ist auch wirklich der reale Durchschnitt aus Erfahrungswerten. Und 2 Stunden 40 Minuten ist so eine durchschnittliche Flugzeit. Alles unter oder knapp um die 3 Stunden ist ganz gut. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze bei 8 Metern pro Sekunde Aufstiegsgeschwindigkeit aussieht. Und hier sehen wir jetzt schon mal, dass wir knapp 10 Kilometer schon mal eingespart haben und landen hier in der Nähe von Kassel. Andersrum kann man das natürlich auch machen, wenn man irgendwie über so eine Bergregion rüberfliegen möchte, beispielsweise nur mit 3 Meter pro Sekunde, also deutlich weniger Helium eingibt. Dann fliegt auch der Ballon entsprechend noch einen Ticken höher. Beispielsweise sagen wir jetzt mal einfach, er fliegt jetzt mal 37.000 Meter hoch. Klicke wieder auf Run Prediction und da sehen wir schon, der Ballon fliegt deutlich weiter. So kann man beispielsweise einen Ballon über eine Gebirgskette schicken. Das Tool, wie gesagt, ist wirklich sehr, sehr genau. Ihr werdet das dann auch sehen, wenn ihr einen Datenlogger mitschickt. Diese Kurve lässt sich wirklich nahezu 1:1 nachbilden und es ist immer wieder extrem faszinierend, wie genau das ist. Auf jeden Fall in Kombination mit dem Heliumrechner, der die Aufstiegsgeschwindigkeit euch anzeigt bei der Heliumfüllmenge. Wirklich ein sehr, sehr cooles Tool. Müsst ihr auf jeden Fall nutzen und hier mal so ein bisschen mit dran rumspielen. Und ja, dann steht einem erfolgreichen Wetterballonflug in Richtung Weltraum nichts mehr im Wege.